Episode 11, Shi Hengyi. Er wird im Februar 1983 in Kaiserslautern geboren. K-Town, die Stadt der weltweit größten Militärbasis des US-Imperiums außerhalb ihrer eigenen Grenzen. 1964, Weißkragen-Kriminelle lassen Menschen für ihre Kriegslügen bezahlen. Gift und Feuer fressen sich durchs Land. Agent Orange, Napalm und Phosphor sind die Argumente der Demokratie. 10 Jahre Versehrungen und Verheerungen. Sie vertreiben die Eltern von Shi Hengyi 1979 aus ihrer Heimat. Flucht aus dem explosiven Wimmelchaos im Holzkutter durch den Pazifik. Mit starken Familienwerten und hohen Bildungsidealen im Gepäck. Aber was ist da los mit dem Jungen? Abfall vom Glauben durch TV-Trash? Wer vom Müll lebt, wird zu Müll. Der Vierjährige soll in Bewegung bleiben, damit er nicht stinkt. Vater schickt Sohn auf die Shaolin-Schule in Kaiserslautern. Raus aus der Hedonismuszone, denn keine Entwicklung ohne Grenzen. Zwischen Räucherstäbchen, Buddha-Figuren und knalligen Wimpelfähnchen beginnt sein Training bei Großmeister Chang Quan-Chun im Green Dragon Kung Fu und anderen Kampfstilen. 6 Uhr aufstehen, 8 Uhr Schule, 16 Uhr Training, 21 Uhr schlafen. Mit 18 Jahren kommt die Meisterprüfung und eine Zusammenarbeit mit dem weltweit ersten Ableger des Muttertempels in China, einem Shaolin-Kloster in 1500-jähriger Tradition. 2004 erlebt der frisch gekürte Meister eine Neugeburt. Er legt seinen weltlichen Namen Tianzi Wong ab und bekommt von einem Großmeister den buddhistischen Shaolin-Namen Shi Hengyi verliehen. Das reicht. Wer macht die Eltern stolz? 6 Jahre verschließt er sich im Studierzimmer, bevor er den Erdgeist beschwört, denn 2 Diplome und ein MBA-Abschluss liefern nicht die richtigen Antworten. Marktreife ist nicht Weltreife. Das Anhäufen, Ausstellen und Steigern wollen versperrt nur die klare Sicht auf das Leben. Und das schlägt jetzt Kurven. Papa erkrankt an Krebs, Mama muss versorgt werden. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Als Papa ein Jahr später stirbt, wird sich Shi Hengyi der Endlichkeit des Körpers bewusst. Erst mit Geist und Philosophie wird der Kampf allmählich zur Kunst. Doch das füllt noch lange nicht den Magen. Der Shaolin-Meister wird selbstständig, nimmt einen Kredit auf und übernimmt die Leitung des Shaolin Temple Europe im pfälzischen Otterberg. Politik, Petitesse und Profanitäten gibt es auch im Tempel. Wenn sie zu laut werden, bastelt der Shaolin an seinem Ducati-Monster S4RS. Zerlegen, neu aufbauen, Zeit lassen, nicht so lassen, wie es ist. Die Dinge stetig besser machen, Gas geben. Feel the thrill. Otterberg, dieser Ort, spricht von der Wucht der Wirklichkeit geschlagene faustische Unruhegeister an, die auf der Suche nach der Klimaanlage des seelischen Wohlbefindens sich nach einer Oase der Magie sehnen, wo Schmerz, Angst und Aggression nur Illusionen sind. Ist dieser Versuch der Selbsterfindung der deutschen Milchbubis als Shaolin-Krieger vielleicht nur die verwestlichte Projektion hollywoodschen Musters? Liegestütze auf Fäusten, brechende Holzstöcke auf Schenkeln, kreisende Schläge, blitzartige Tritte, tausende Male wiederholt. Ob in Kälte, Dreck oder Nässe, Kung-Fu bedeutet harte Arbeit. Da verfliegt jede Romantik und legt offen den Charakter. Shi Hengyi, der Konsumstreiker, der Weltwahrnehmer, der Lebensreformer, die wahrscheinlich friedlichste Waffe der Welt. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Ich muss sagen, ich bin da schon sehr beeindruckt, um ehrlich zu sein. Inhaltlich wirklich korrekt dargelegt und vor allem aber auch mit einem Gefühl versehen, was man manchmal einfach bei der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die bisher sozusagen besteht, einfach komplett untergeht. Ja. Darf ich fragen, was würden Sie mit 1 Million Euro tun? Mit 1 Million Euro würde ich erstmal einen Berater aufsuchen und ihm darlegen, was meine Intention ist, was ich mit meiner Lebenszeit und auch dem Aufbau dieses Klosters gerne erreichen würde, und würde mir dann gegebenenfalls anhören,
wie 1 Million investiert werden können, um dieser Mission zu helfen. Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben? Ich merke auch von den Menschen, mit denen ich mich umgebe, auch von vielen Kommilitonen, die damals mit mir studiert haben, dass Geld alleine nicht glücklich macht, aber es sehr, sehr hilfreich dabei ist, wenn man eben auf diesem Wege ein glückliches, zufriedenes Leben aufbauen zu wollen. Da ist es einfach so, wenn man weiß, dass ein bestimmtes Einkommen da ist, wenn man weiß, dass das Dach über dem Kopf, die Ernährung, wenn das alles abgesichert ist, ja, was macht man dann mit seiner Lebenszeit? Ja, dann kommen eben diese Elemente, dass man sich mit Freunden trifft, dass man Qualitätszeit mit den Menschen verbringt, mit denen man sich eigentlich gerne umgibt. Und die Zeit so zu gestalten, wie sie uns gefällt, denke ich, ist teilweise sehr stark davon abhängig, wie viele finanzielle Mittel einem Menschen zur Verfügung stehen. Und in dem Sinne ist es schon korrekt zu sagen, Geld macht nicht glücklich, aber es erleichtert es ungemein, dass man einfach seine Zeit mit Qualitätszeit füllen kann. Genau. Also Geld stinkt nicht. Ich kenne diesen Satz, wenn es neu gedruckt ist, ja, dann riecht das eben nach diesem neu gedruckten. Ich weiß nicht, in welchem Kontext dieser Satz entstanden ist, um ehrlich zu sein. Wenn dieser Satz ausdrücken soll, dass Stinken etwas Minderwertiges ist, etwas Verruchtes ist, das kann ich so nicht sagen. Das kann ich so auch nicht befürworten, weil es einfach ein Mittel ist. Und manche Menschen sind sich der Macht dieses Mittels bewusst und nutzen dieses für die Umsetzung bestimmter Ideale, die diese Menschen vielleicht haben. So. Und wie man eben die Ideale und welche Mittel man dazu verwendet, ich denke, das ist dann der ausschlaggebende Punkt, ob jemand Geld als stinkend betrachtet oder Geld als Mittel zum Zweck betrachtet. Sehr oft ist ja damit verbunden die Gier des Menschen. Und es gibt auch einige Argumente von Leuten, die sagen, sobald Menschen Geld sehen, verändern sie sich. Und das Geld, vielleicht, dass die Abschaffung des Geldes dafür sorgen könnte, dass Menschen ihre Gier verlieren. Ich habe sehr oft selbst diesen Satz gehört, dass man beispielsweise nicht äußern soll, wenn jemand Geld besitzt. Weil einfach dieses Äußern allein von wie viel Wert man besitzt, entweder den Neid hervorruft oder eben die Gier hervorruft. Selbst von sehr engen Menschen, die einem jahrelang vielleicht zur Seite standen. Und von daher, ich muss ehrlich sagen, das ist so eine Frage, die fällt mir jetzt wirklich schwierig zu beantworten. Ich habe dieses Problem in meinem Umfeld nicht, weil der Bezug von mir zu Geld einfach vielleicht einfach anders ist. Und ganz ehrlich, auch bei dieser ersten Frage jetzt in der Einleitung haben Sie das schon sehr schön erwähnt. Ich schraube tatsächlich sehr gerne an meinem Motorrad. Ja, was ich sozusagen bei Eintritt in dieses Klosters mit aus der Zeit genommen habe, wo ich eben noch mein weltliches Leben gelebt habe. So. Aber selbst mit 1 Million Euro, ich habe momentan keine Lust und keine Intention, mir dann noch weitere Motorräder hinzustellen. Ich weiß nicht, was ich persönlich mit diesem Geld noch anfangen würde. Ich merke einfach, dass für mich dieses Geld teilweise einfach eine Macht angenommen hat. Da will ich eigentlich nicht mich davon beeinflussen lassen.
Jetzt ist es lustigerweise so, ich bin tatsächlich in diesem Kloster tätig, habe aber, wie gesagt, auch Freunde, die in anderen Bereichen tätig sind. Und eines der letzten, sag ich mal, Bereiche, wo ich wirklich wieder ein bisschen nachdenken musste, war eben genau diese Idee, ich glaube, man nennt das die Kryptowährung. Das heißt, dieser ganze Bereich an dezentralisierter Währung. Aber ich frage mich letztendlich, egal wie, ich befürworte das nicht, ich bin auch nicht dagegen, ich schaue mir gerne diese Entwicklung an. Aber es muss ja letztendlich trotzdem irgendeine Art und Weise geben, wie wir Menschen untereinander einen Austausch, eine Transaktion bewerkstelligen. So. Und diese Transaktion letztendlich ist heutzutage eben teilweise von dem Geldsystem, Währungssystem abhängig, wie wir es kennen. Dass sich das in Zukunft wandelt, bin ich mir sicher. Ob es was bringt, das abzuschaffen, dann schafft man dieses ab, aber das nächste System steht schon bereit. Ich glaube, es ist einfach der Bezug, den ein Mensch zu, unabhängig welches System das ist, der eigene persönliche Bezug zu diesem Währungssystem ist das, was angegangen werden muss. Aber wie gesagt, das ist alles nicht mein Bereich. Deswegen würde ich da, wenn es geht, nicht weiter drauf eingehen. Das sollen die Politiker machen. Sie sagen oft, ich habe das in einigen Interviews gehört, man dürfe alles tun, man müsste nur dabei beachten, sich nicht zu sehr abhängig zu machen, weil das würde zu Leid führen. Nun ist es so, dass diese Vergnügungsmaschine der kapitalistischen Kultur versucht, uns in einer Art Kreislauf der sofortigen Triebbefriedigung festzuhalten. Und da ist meine Frage, ist die Macht dieser Kultur nicht viel zu groß, um zu sagen, man dürfe alles tun? In der Art und Weise, wie ich mittlerweile auf diese Gesellschaft, einfach auf das Leben schaue, habe ich gemerkt, ich bin nicht in der Position zu urteilen, ob ein Mensch, den ich da betrachte, ob der etwas richtig tut oder ob er etwas falsch tut, ob das das Leben ist, wie er es leben sollte oder ob er besser einen anderen Weg einschlagen sollte. Da bin ich einfach nicht in der Position, dieses zu beurteilen. Was ich aber tun kann, ist zu beobachten, dieser Mensch verhält sich auf diese Art und Weise. Einige Wochen, Jahre später sehe ich, okay, das ist die Konsequenz, die aus dieser Handlung eventuell gekommen ist. Also kann ich Rückschlüsse für mich ziehen. Welche Art von Handlung ist eventuell dienlich, wenn man etwas Bestimmtes erreichen will? Und welche Art von Verhalten oder Denkweise oder von Mechanismen ist kontraproduktiv, wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat? Und ich habe es schon sehr oft erwähnt, dass ich eigentlich im Sinne von Konsequenzen denke. Ich schaue mir etwas an und ich sehe, das, was da passiert, hat Konsequenzen. Und letztendlich denke ich, dass diese Welt, in der wir momentan leben, dieses sehr, sehr große, unbeschreibliche, manche mögen das einfach das Universum nennen, das Universum lässt sich nicht austricksen. Das Universum lässt sich auch nicht außer Balance bringen. Ich denke, dass zu jedem Zeitpunkt, wie wir leben, die Welt immer in Balance ist. Die Welt kann nicht außer Balance sein. Das, was außer Balance ist, ist das, was der einzelne Mensch mit dem Blick auf die Welt verursacht. Diese Welt kann nicht außer Balance sein. Ja, einfaches Beispiel, wie komme ich auf solche Aussagen? Es ist zu keinem Zeitpunkt in dieser Welt 49% Nacht und 51% Tag. Es ist zu jedem Zeitpunkt 50% Nacht und 50% Tag. Oder 100% Nacht, 100% Tag. Ja. Es ist einfach nur perspektivenabhängig,
von welcher Perspektive schaue ich denn auf die Welt, um dann solche Aussagen zu treffen? Und nur weil ich mich aktuell in Deutschland befinde und hier rausschaue und für mich der Tag offensichtlich erscheint, ja, er erscheint nur offensichtlicher. Die Wahrheit ist, hier Tag, woanders Nacht, 1:1. Wir können den Lauf der Dinge nicht in dem Sinne beeinflussen, dass etwas außer Balance kommen könnte. Deshalb diese Gelassenheit und deshalb diese Geduld, wenn Sie auf andere Menschen schauen. Und ist dieses auf Konsequenzen hinweisen, ist ja ein sehr langfristiges Ziel, was man jemandem gibt. Weil das erkennt man ja recht spät im Leben, wenn man sozusagen in die Nähe der Konsequenzen kommt, ob das, was ich getan habe, richtig oder falsch war, positiv oder negativ war. Also, Sie für sich leben ja ein anderes Leben. Sie verlangen von sich viel mehr als von anderen Menschen, die Ihnen gegenüber sitzen und versuchen, geistige Freiheit dadurch zu bekommen, dass Sie sich auch geistig sehr stark beschränken. Wie sieht diese Beschränkung konkret aus? Ich denke, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, was ich mit meinem Leben anfangen will, ist es sehr hilfreich, wenn ich möglichst klar in diese Welt blicken kann, klar mir anschauen kann, wie verschiedene Aspekte dieses Lebens funktionieren und erstmal ganz emotionslos, sage ich jetzt mal, mir überlegen kann, dieser Bereich, okay, ist geprägt davon, diese Art von Leben hat diese Vorteile, hat aber eventuell diese Nachteile. Das heißt, erstmal ganz nüchtern mir zu betrachten, was sind die Möglichkeiten in dieser Welt, ohne eine bestimmte Regung. Wenn ich dann eine Entscheidung für mich getroffen habe, wie würde ich in Zukunft, wo sehe ich mich in 5 Jahren, wie würde ich diese Lebenszeit gerne verbringen, dann denke ich, ist der nächste Schritt tatsächlich zu schauen, was ist das Rezept? Was ist das Rezept, um von meinem aktuellen Standpunkt, wo ich stehe, mit meinen aktuellen Möglichkeiten, was benötige ich, um in diese Zukunftsversion von mir zu kommen? Das heißt, obwohl wir in einem sehr, manchmal sehr philosophisch angehauchten Bereich sind, das ist einer der Gründe, warum ich gerne die Menschen ein bisschen ermuntern will. Ja, da ist eine sehr große Philosophie hinter diesem Ganzen. Aber diese muss auch praktisch sein. Ja, das heißt, tagelang am Teetisch zu sitzen und zu philosophieren und danach ist immer noch nichts passiert, das bin nicht ich. Zu philosophieren, die Gedanken zu öffnen, was ist das Potenzial des Lebens? Und dann danach mit dieser Offenheit, mit dieser Inspiration, das dann zu versuchen, jetzt praktische Wege zu finden, das auch zu manifestieren. Das, denke ich, ist diese schöne Balance, die diese Philosophie, diese antike Tradition, dieses Beschäftigen mit etwas, was nicht nur mit dir zu tun hat. Ich weiß ganz genau, dass die Buddha-Statue, die bei uns hier auf dem Altar steht, ich weiß ganz genau, dass das eine Figur ist, die entweder aus einem Druckguss stammt und letztendlich einfach nur eine hohle Form ist. Ich weiß das, dazu muss man auch nicht studieren. Trotzdem stelle ich mich sehr oft da vorne dran, gehe auf meine Knie und bringe meinen Kopf vor dieser Statue auf den Boden. Warum? Weil wenn ich mich zu wichtig sehen würde, wie kann ein Mensch, ein so intelligenter Mensch, sich vor einer Plastikstatue niederwerfen? Du hast ja gar kein Ehrgefühl. Ja. Aber vielleicht ist genau dieses manchmal falsche Ehrgefühl genau das, was diese Missgunst in dieser Welt verursacht.
Das heißt, auf regelmäßige Art und Weise manchmal eine Praxis zu haben, die dich als Mensch wieder erdet. So sehe ich zum Beispiel diese rituellen Zeremonien, für was es sowas gibt. Warum wir sagen, es gibt vielleicht verschiedene Götter. Einfach damit man sich selbst ab und an mal nicht als Zentrum dieses Universums sieht, sondern eine Perspektive einzunimmt, eine Perspektive einnimmt, in der man erkennt, es geht um mich, weil es ist mein Leben. Aber ich bin gleichermaßen trotzdem eingebettet in eine Welt, wo es noch sehr, sehr viele andere Menschen gibt, die genauso Einfluss auf dieses ganze System, diese ganze Welt haben wie ich. Und das ist eben dieser Prozess, wo ich denke, manchmal bin ich bei mir, manchmal bin ich wirklich weg von mir, manchmal bin ich in meinem Körper, manchmal beschäftige ich mit Dingen, die sind außerhalb meines Körpers. Und wenn dann diese beiden Dinge miteinander verschwimmen, dann ist das dasselbe, wie wenn die Einsicht eintritt, es ist zu jeder Zeit Tag und es ist zu jeder Zeit Nacht. Du bist zu jeder Zeit bei dir, du bist zu jeder Zeit aber auch Bestandteil von dem Ganzen. Egal, was du mit deiner Lebenszeit machst, es wirkt sich in diese beiden Bereiche aus. Nur wir Menschen neigen dazu, oder vielleicht ist das systembedingt, wir trennen gerne. Unser Leben ist geprägt von Trennung. Trennung von, okay, nach der Grundschule, die Noten waren ganz gut, Empfehlung Gymnasium, okay, nicht so gut, Empfehlung Hauptschule. Da fängt es ja schon mal an. Ja, dann Abitur, selbe. Studium, selbe. Ja, Numerus Clausus und diese ganzen Dinge. Und warum ich eben jetzt so über diese Dinge denken kann und auch denken tue, ist, weil ich diese so durchlebt habe. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß, dass aber diese Art und Weise, Menschen in Kategorien zu stecken, manchmal dafür sorgt, dass Potenzial der Menschen verloren geht. Weil Menschen manchmal, Lehrer manchmal, Vorgesetzte manchmal, die erkennen überhaupt nicht, was ein Potenzial davor vor einem sitzt. Die sind einfach in ihrem System drin, was da in der Prozessbeschreibung da abgefragt werden muss, und dann wird das abgearbeitet. Ja, fernab davon, was dann letztendlich so der Mensch gegenüber eigentlich ist. So. Das heißt, worum geht es mir letztendlich in dieser ganzen Art und Weise? Warum beteilige ich mich an verschiedenen Podcasts? Warum gebe ich Interviews? Warum denke ich, ich habe Einsichten oder Meinungen zu äußern? Weil das, was ich gerade geäußert habe, ich denke, enorme Auswirkungen darauf hat, wie wir in Zukunft leben, wie unsere Kinder, wenn jemand Kinder hat, in Zukunft leben und wohin sich diese ganze Gesellschaft entwickeln wird. Es könnte mir tatsächlich auch vollkommen egal sein, wenn ich sage, ja, ich lebe ja eh nur noch 50 Jahre, dann bin ich tot, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, aber das ist nicht die Einsicht, die ich vertrete. Das ist nicht die Einsicht, die aus den verschiedenen Lehren kommt. Die Lehre sagt, wir kommen alle vom selben Ort. Die Lehre sagt, wir sind alle auf irgendeine Art und Weise verbunden. Dass dieser Körper eines Tages weg ist, wegfällt, das ist für mich außer Frage. Aber ich identifiziere mich nicht nur durch den Körper. In meiner Weltsicht gibt es mehr in dieser Welt als nur das, was sichtbar ist. Es gibt auch die Dinge, die fühlbar sind, und es gibt die Gedankenwelt, wo jeder Mensch nur seine eigenen Gedanken kennt. Die Einflüsse aus dem Außen,
ja, haben einen Effekt auf das Innere. Das wird oft in unserer Gesellschaft, so erlebe ich das, unterschätzt. Man spricht über Ernährung, man spricht über mentale Gesundheit. Das ist mittlerweile schon Mainstream. Aber man unterschätzt oft, welchen Einfluss unser Konsum mit den Augen, mit den Ohren auch hat. Und wenn ich dann so sehe, wie Sie hier leben, hier in Otterberg, in einer relativ reizarmen Atmosphäre, wenn Sie dann mal rausfahren und vielleicht mal für ein Coaching im Ausland sind, in einer großen Stadt, die Bilder, die Reize, die Impulse, wie fühlt sich das für Sie an? Genau wie jeder andere Mensch auch, nehme ich diese Reize wahr. In dem Moment, wo ich diese Reize wahrnehme, frage ich mich innerlich aber, was macht das aktuell gerade mit mir? Wenn ich in der Stimmung bin und sage, ja, eigentlich habe ich da gerade Lust drauf, kein Problem, dann gebe ich diesen Reizen nach. Wenn ich aber merke, nee, da merke ich, das ruht da, kommt jetzt die Unruhe hoch. Oder das reizt jetzt irgendetwas an mir, das triggert jetzt etwas so. Dann frage ich mich, wie fühle ich mich, wenn diese Reize nicht da sind? Und woher weiß ich, wie sich das anfühlt? Weil ich in diesem abgeschotteten, untermauertem Gelände genau weiß, wie es sich anfühlt, reizfrei zu sein. Und dann versuche ich, dieses Gefühl der Reizfreiheit in den Moment, an den Ort zu projizieren, trotz Anwesenheit der Reize. Aber weil ich das Gefühl kenne, wie fühlt es sich an, diese Ruhe zu haben, fällt es mir sehr einfach, trotz äußerer Reize innen unberührt zu bleiben. Und das ist der Wert. Das ist der Wert, warum eben die Menschen meiner Meinung nach manchmal diese Ruhepause, wir nennen das auch sozusagen Retreat, den Rückzug brauchen. Weil es in der ganzen Welt seit jeher, seit 1500 Jahren, es geht nicht darum, dass der Lehrer oder der Meister oder irgendjemand irgendeine Art Wissen übermittelt. Man möge denken, es geht um die Vermittlung von Wissen. Nein, es gibt diesen sehr, sehr wichtigen Lehrsatz, der bedeutet, das echte Übermitteln der Lehre kann nur von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz erfolgen. Bedeutet was? Bedeutet von Gefühl zu Gefühl. Was ich versuche, in den Menschen hervorzurufen, ist das Gefühl, was ich halt versuche, mit Worten, mit Übungen, mit Konzepten, mit Theorien zu untermalen. Aber was die Menschen spüren sollen, was am Ende bei den Menschen hervorgerufen werden soll, ist ein bestimmtes Gefühl. Weil es ist das Gefühl letztendlich am Ende des Tages, was dich darüber entscheiden lässt, guter Tag oder schlechter Tag heute. Es ist das Gefühl, weil ja, jemand bekommt 1 Million im Lotto. Ja, 1 Million im Lotto. Hund gestorben, Frau gestorben, Kind verloren, Job verloren, Freunde wollen mit einem nichts mehr zu tun haben. Welches Gefühl bleibt jetzt am Ende des Tages? Ich weiß nicht, ob die 1 Million immer noch so glücklich machen. So, und dann fragt man sich jetzt, hättest du gerne, dass sich so ein Tag nochmal wiederholt? Oder lieber einen Tag, keine Millionen gewonnen, aber Freunde an deiner Seite? Du fühlst Unterstützung hinter dir, selbst wenn du weißt, du hast einen Fehler gemacht. Die Leute stehen hinter dir. Welches dieser beiden Arten und Weisen? Was fühlt sich besser für dich an? Welches Leben willst du leben davon? Und da denke ich, das Gefühl ist so wichtig. Und genau deswegen ist es eben so bei diesen Beispielen mit dieser Reizüberflutung. Worum geht es? Zu lernen, dich in einen Gefühlszustand zu versetzen,
dass du trotz äußerer Umstände immer noch das Gefühl beibehältst, in dem du dich befinden willst. Aber solange dein Gefühlszustand abhängig ist von Äußerlichkeiten, dann ist das in meiner Sprache, wie ich das ausdrücken würde, bedeutet, du hast dein Leben nicht in deiner Hand. Das ist das, was es für mich bedeutet. In welchen Händen ist es denn dann? In den Händen von, wie viele Autos da draußen hupen, welche Musik in der Bar läuft, wie die Leute außen dich begrüßen oder nicht begrüßen, das ist das, was dein Leben aktuell bestimmt. Ob die Leute dir Anerkennung entgegenbringen, das ist das, was dein Leben aktuell bestimmt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ist das nicht genau Sinn und Zweck des Lebens, dass ich sozusagen arbeiten gehe, mir einen Ruf aufbaue, mir finanzielle Mittel aufbaue, damit ich genau diese äußeren Umstände dann so gestalten kann, dass es mir gefällt. Das heißt, in dem Moment, wo ich halt auch eine bestimmte Art und Weise habe, mich zu kleiden, begebe ich mich auch in ein Umfeld mit derselben Qualität. Die Leute sprechen eine bestimmte Sprache. Genau in diese Art will ich ja vielleicht reinkommen. Das ist alles möglich. Aber da ist eine sogenannte Bedingtheit vorhanden. Die Bedingtheit, dass es dir so gut geht, liegt genau gerade darin begründet, dass bestimmte Konditionen eingetreten sind. Du bist umgeben mit Menschen, die kleiden sich genauso wie du. Du bist umgeben mit Menschen, die haben genau dieselbe Wertvorstellung wie du. Du bist umgeben mit Menschen, ja, die teilen manche deiner Lebensansichten eventuell. Die Sache ist aber die, dass wir halt mittlerweile 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind. Und in dem Moment, wo du anfängst zu reisen, in dem Moment, wo du dich in diese Welt begibst, sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass du auf Menschen triffst, die eben nicht in dein Bild fallen, dieser Bedingtheit. Bedeutet wieder was? Du kommst wieder aus deiner Mitte raus. Du wirst wieder mit etwas konfrontiert, wo du Abneigung gegen entwickelst. Ja, und das ist eben genau dieser Punkt. Abneigung auf der einen Seite, Anhaftung auf der anderen Seite. Das ist dieselbe Medaille. Was ist es also? Mit was ist dieser Geisteszustand, den ich für mich persönlich auch versuche zu entwickeln? Tritt das ein, komme ich mit zurecht. Ist dieses vorhanden, ist auch okay. Weil das ist das, was die Menschheit, das Leben einfach ausmacht. Es gibt die Fluktuation von hoch und runter. Es gibt den Wellengang. Berührt man das Wasser, gibt es auf und ab. Wenn man kein Auf und Ab der Wellen haben will, dann darfst du das Wasser nicht berühren. Aber in dem Moment, wo du berührst, der erste Tipp, das erste Berühren bedeutet Auf und Ab. Auf und Ab beginnen. Es gibt kein Tippen und danach geht es nur aufwärts. Okay? Bedeutet, nicht anzutippen heißt, in Ruhe verweilen. Deswegen in vielen buddhistischen Schulen oder nicht nur buddhistischen Schulen, in vielen, sage ich mal, antiken Schulen, die diese Art und Weise der Einsicht vielleicht anders ausdrücken, aber letztendlich zum selben Punkt kommen. Deswegen findet man diese Menschen alleine an einem ruhigen Ort, weil das eben dieser persönliche Weg ist. Auch wenn Sie diesen ruhigen Ort für sich gefunden haben, ihn aufbauen,
können Sie ja die Welt da draußen nicht vergessen. Und Sie versuchen ja mit Ihren Vorträgen und mit Ihren Botschaften die Menschen da draußen zu erreichen. Wenn Sie generell auf diese Welt schauen, was denken Sie? Was ist da los? Und wer ist dafür verantwortlich? Jetzt wird es wirklich schwierig für mich. Ja, weil es nämlich tatsächlich in unseren Lehren es gibt. Nein, ich fange so an. Ich glaube daran, dass wir Menschen verbunden sind. Da ist eine Verbindung zwischen uns allen. Wenn diese Verbindung vorhanden ist, bedeutet das, Innenwelt und Außenwelt, was wir als solches bezeichnen, ist auch miteinander verbunden. Meine Gefühlswelt und meine Gedankenwelt ist eins zu eins mit dem verbunden, was meine Augen im Äußeren sehen. Blicke ich also raus auf die Welt und entdecke etwas, sage ich mal, was mir im ersten Blick, nehmen wir an, nicht gefallen würde, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann ist die Frage, warum ist das so? Weil etwas innen, in mir, entweder in Resonanz oder nicht in Resonanz mit dem da, was ich sehe, synchronisiert wird. Das heißt, dass mir etwas nicht gefällt, liegt nicht an der Tatsache da draußen. Es liegt daran, dass hier drinnen bei mir etwas noch nicht richtig angegangen worden ist. Das heißt, wer ist daran schuld? Ich habe da schon meinen Teil zu beizutragen, angesichts dieser Erklärung, die ich vorher genannt habe. Ich denke, das ist wirklich schon so, wenn ich sage, da ist etwas so nicht korrekt in der Welt, dann ist das aber insbesondere auch ein Aspektpunkt, den ich versuche, in mir selbst mal zu ergründen. Warum spreche ich so sehr auf diese Sache da draußen an, die mich gerade so aufregt? Da muss es also immer noch in mir etwas geben, was da ständig gekitzelt werden kann, damit es mich eigentlich ärgert. Und dann weiß ich eben nur, was mich in dieser Welt da draußen ärgert. Das behebe ich erst an mir. Verstehe ich. Nun ist es so, dass in der Welt, also dass der Mensch Kriege auslöst, Krisen, Katastrophen, dass er die Natur vergewaltigt, um es mal ganz hart auszudrücken, dass er andere Völker grausam behandelt, dass er mit den Schwächsten in der Gesellschaft schlecht umgeht. Und es scheint dir oft so, als würde der Mensch nicht begreifen, wie wertvoll er selbst ist und wie wertvoll diese Welt ist. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Erziehung. Ich meine, die Kernpunkte waren alle jetzt wirklich da drin. Da fehlt ein Erkennen. Aber warum ist dieses Erkennen nicht da? Warum sehen die Menschen das nicht? Warum sieht der das nicht, dass der mit seiner Tat die Welt vergewaltigt? Wieso sieht der das nicht, dass der mit seiner Tat Schaden, Kriege, Missgunst in dieser Welt verursacht? Wieso sieht der das nicht? Weil es ihm noch keiner vor Augen geführt hat, was eventuell die Alternative ist. Das heißt, letztendlich runtergebrochen, denke ich, es ist die Erziehung. Es ist von Anbeginn an, wenn jemand aufnahmefähig ist, denke ich, müssen sehr viele Menschen die Möglichkeit haben, Perspektiven aufzeigen zu können. Und das Problem eben ist, dass bestimmte Systeme bestimmte Perspektiven propagieren. Und ja, Erziehung ist das, was notwendig ist.
diese Unruhe in der Welt, die wir sehen, die hat ja auch eine ganze Industrie entstehen lassen, die um dieses Bedürfnis nach mentaler Gesundheit und Wellness wirkt. Und sie ist inzwischen 4 Billionen Euro wert, 4.000 Milliarden. Und sie verschmilzt, wenn man sich das mal genau anschaut, immer stärker mit dieser Hustle Culture, die möchte, dass wir die Probleme nur im Innen suchen und nicht im Außen. Also das Problem ist in unserem Kopf. Negative Gefühle sind schlecht. Und tun wir bitte alles grinsend, was von uns verlangt wird, also von Konzernen, wenn wir dort arbeiten, was verlangt wird. Wie sehen Sie das? Zu sagen, ich investiere meine Lebenszeit nur im Äußeren, ist nicht mein Lebensweg. Diese Lebenszeit zu investieren, nur um in meiner Gedankenwelt Dinge zu adjustieren, sehe ich aber auch nicht in meiner Art und Weise des Lebens. Die Besonderheit ist eben, dass ich denke, wir bezeichnen etwas als Innen und Außen. Wir bezeichnen es als solches. Man kann nicht nur im Innen und man kann nicht nur im Außen leben. Bezieht man aber beide Aspektpunkte in seine Lebensführung mit ein, kümmert man sich also bewusst darum, was ist das, was im Inneren stattfindet? Und was hat dieses Innere mit dem Äußeren zu tun? Aber momentan sind wir halt teilweise vielleicht noch nicht so weit, weil was wir momentan haben ist, ja, entweder das oder das. Such dir aus. Ja, entweder bist du hier auf meiner Seite oder du bist auf der Kehrseite. Entweder für mich oder gegen mich. So, also such dir aus. Da sind wir momentan. Wir sind noch nicht mal so weit, dass man sagt, das und das gehört zusammen. Da sind wir noch sehr weit entfernt davon. So, und deswegen, wie kommt man aber dazu, das zusammenzubringen? Ich denke, der einzigste Weg, und das ist eben genau der Grund, warum wir das tun, ist darüber zu sprechen. Aber das Sprechen reicht nicht. Nach dem Sprechen müssen die Taten kommen. Und das Schöne an dem Shaolin-Tempel ist, dass es in dieser Tradition zumindest es immer einen geistigen Aspekt gibt und die körperlichen Übungen dazu. Wir müssen uns heutzutage nicht mehr vor Angreifern, Räubern schützen, die irgendwie versuchen, dieses Kloster anzugreifen. Das heißt, warum wird denn immer noch diese Praxis seit 1500 Jahren beibehalten? Warum? Weil diese Praxis der Schlüssel dazu ist, das Innere nach außen zu bringen. Als meine vierjährige Tochter von dem gehört hat, was sie tun, hat sie weitestgehend verstanden, was sie mit all dem, was sie tun, für sich bezwecken wollen. Aber sie hat am Ende dann doch die Frage gestellt, warum muss das Kämpfen sein? Was macht Lernen? Wieso Lernen? Um an Informationen zu kommen, die unsere Gedanken expandieren lässt. Damit wir also in Bereiche vordringen können, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Das ist so für mich erstmal simpel ausgedrückt, wozu lernen? Das heißt, es geht darum, etwas den Horizont zu erweitern. Lernen, Horizont erweitern, Perspektive eröffnen, Bandbreite eröffnen, alles dasselbe für mich. Wie passiert das aber auf praktische Art und Weise? Wenn ich mein Leben nur innerhalb meiner vier Wände verbringe, dann ist das vielleicht ein komfortables Leben, weil ich, je länger ich in meinen vier Wänden bleibe, je besser kenne ich jede Ecke von meinem Raum.
Ich weiß ganz genau, wie alles funktioniert. Genau deswegen, ich weiß, wen ich in mein Haus lasse. Ich weiß, wie was in diesem Zimmer funktioniert. Das heißt, du bist komfortabel damit. Es ist sehr komfortabel, sich in einem Ort zu befinden oder aufzuhalten, den man schon lange kennt. Ja, aber was bedeutet das auf der anderen Seite betrachtet? Dass du dein Leben wiederholst. Es ist deswegen komfortabel, weil du dein Leben wiederholst. Weil du morgen genau dasselbe machst wie gestern. Deswegen geht es dir gut. Deswegen bist du so komfortabel. Dich aber aus der Komfortzone rauszubringen, ist am Anfang vielleicht ungewohnt. Das ist ungewohnt, das ist teilweise ungewollt. Aber irgendwann passiert das vielleicht, dass jemand sagt, jetzt komm doch mal raus aus deinem Zimmer. Komm, lass mal in den Park gehen. Jede Woche gehen wir einmal in den Park. Dann ist es schon zweimal die Woche im Park. Dreimal, viermal, fünfmal. So, und irgendwann, was ist passiert? Jetzt fühlt sich jemand wohl in den vier Wänden, aber er fühlt sich auch wohl und genießt eigentlich mittlerweile auch den Park. Das heißt, der Horizont hat sich erweitert, der Einflussbereich hat sich erweitert, die Perspektive hat sich erweitert. Das, was das Leben dir geben kann, hat sich erweitert und du nimmst insbesondere auch das war, was das Leben dir da eröffnet, den Park. Und was hat das Ganze mit Kämpfen zu tun? Das Kämpfen etwas bedeutet, dass du dich jedes Mal mit etwas auseinandersetzt, mit einer Person, die ist nicht zu kontrollieren. Du weißt nicht, was als nächstes von dieser Person kommt. Du weißt nicht, was dein nächster Zug werden soll. Das heißt, du begibst dich bewusst in einen geistigen Bereich, aber auch im körperlichen Bereich, wo du dich mit dem Unkomfortablen auseinandersetzt. Und wozu führt das? Dass dieser Lebensansatz zu sagen, ich weiß, es wird jetzt hart, aber ich weiß auch, dass danach habe ich wieder was gelernt. Ich weiß, heute haben wir Training, es wird wehtun, ja, aber ich weiß trotzdem, das ist eine Art, die trotzdem mich in einer Art und Weise wachsen lässt. Weil ich mich bezwinge, weil ich wieder etwas tue, um das Unkomfortable in Komfort umzuwandeln. Das heißt, du wächst über dich hinaus. Wozu brauchen wir das Kämpfen? Weil es mit der richtigen, sage ich mal, Erklärung, mit der richtigen Geisteshaltung ist es ein Instrument, was dabei helfen kann, dieses über sich zu wachsen, helfen kann. Ja, weil alleine an bestimmte Jugendgruppen heranzutreten und mit denen zu philosophieren, das ist nicht der richtige Ansatz. Ein paar Worte der Philosophie. Und dann Trainingseinheiten. Das ist das, was funktioniert. Weil die Jugend hat die Energie im Körper. Deswegen muss diese Energie des Körpers benutzt werden. Das Alter, die Senioren, wenn man anfängt, älter zu werden, dann fängt an, die Energie des Körpers nachzulassen. Aber die Energie des Geistes dafür ist immens. Deswegen Philosophie, sich mit den Theorien zu beschäftigen, Seniorenjob. Ja, die Jugend braucht Action. Die Jugend braucht Praxis. Und diese Kombination eben, dass es diesen reichhaltigen Schatz an theoretischer Einsicht gibt und dann gepaart mit eben diesen physischen, körperlichen Methoden, das ist das, wo ich eben sage, ist genau das, was wir brauchen. Also ist das Kung-Fu sozusagen auch eine Art Kampf gegen sich selbst, Komfortzone verlassen und mit der Ungewissheit klarkommen. Und das ist, finde ich, auch genau der Punkt, der, wenn man so von oben auf die Welt schaut, das, was den Menschen derzeit sehr, sehr verrückt macht.
Er will Kontrolle. Ungewissheit zeigt ihm eigentlich, wie schwach er ist. Und was wir gerade sehen, ist eine Entwicklung aus meiner Sicht, die den Menschen immer dahin treibt, was ist das große Ungewisse, was ihn sehr schwach erscheinen lässt, ist der Tod. Die Angst vor dem Tod. Und deswegen will der Mensch versuchen, sich gerade technisch hochzuladen. Ja? Sich irgendwie das Bewusstsein unsterblich zu machen, auch zu einer Art Gott zu werden dadurch. Der Philosoph James Melville hatte das Wurm in unserem Herzen bezeichnet, der sozusagen uns im Positiven und im Negativen beeinflusst, also der Tod als unausweichliche Tatsache. Wie gehen Sie mit diesem Wurm um? Sie persönlich? Dort, wo wir den Tag haben, dort haben wir die Nacht. Braucht man nicht zu argumentieren, ist so. Nimmt die Menschheit genauso hin. Dort, wo es das Leben gibt, dort gibt es den Tod. Nicht mehr so einfach hinzunehmen. Ein Bild, was mir persönlich zum Beispiel dabei geholfen hat, ist folgendes. Ab und an sieht man eben die Wolken am Himmel, dann sind die Wolken aber weg, weil die Wolken in einer Art und Weise gestorben sind, haben sie aber dem Regen neues Leben gegeben. Dann sieht man, okay, auf einmal ist der Regen weg, ja, weil der Regen jetzt der Erde neues Leben beschert hat. Jetzt ist die Erde aber gar nicht mehr nass, ja, weil die Erde den Pflanzen und den Samen neues Leben beschert hat. Das heißt, was will ich ausdrücken? Energie kann nicht verloren gehen. Und genauso sehe ich das mit mir selbst. Mein Körper, der geht dorthin zurück, wo er herkommt. Wo kommt er her? 100% von der Erde. Egal, was ich esse, egal, was ich trinke, auch wenn es irgendwo in einem Chemielabor gezüchtet worden ist, ja, ja, wo kommen die Nährstoffe und die Rohstoffe dafür her, um das überhaupt zu produzieren? Letzten Endes von der Erde. Dieser Körper ist also in einer Art und Weise eine Leihgabe von der Erde. Und wenn du etwas leihst, musst du es zurückgeben. Was mir bei diesen Sachen aber wirklich hilft, ist eben jetzt genau der Punkt, nur wenn du denkst, das Leben, nur wenn du denkst, du bist der Mittelpunkt des Lebens und in dem Moment, wo das weg ist, ist das Leben vorbei. Ja, das ist nur deswegen so, weil du denkst, du bist Lebensmittelpunkt. Ich denke, wir sind verbunden. Ich denke, dass aktuell jeder Mensch das Geschenk bekommen hat, dich mit diesem Körper, den du besitzt, dich auszuprobieren. Aber mit diesem Körper, in dieser Konstellation, an diesem Ort, mit diesen Möglichkeiten, hast du diese Möglichkeit genau einmal jetzt. Aber das ist nur der jetzige Zeitpunkt. Und ich kann verstehen, da will ich jetzt zwar nicht hin, aber es gibt diese Idee der Reinkarnation. Buddhismus, Hinduismus kennt diese. So, jetzt will ich da nicht so tief reingehen, aber einfach ein ganz interessanter Gedankenpunkt. Wir haben beide unsere Urgroßeltern nie kennengelernt. Wenn es aber ein Bild von denen geben würde und wir würden das betrachten, ist es unabstreitbar, dass die Gesichtszüge nach wie vor unseren Gesichtszügen ähneln. Was bedeutet das? Dass sich etwas von der vergangenen Generation weiter übermittelt in zukünftige Generationen. Sowohl auf körperlicher Ebene, und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, und ich denke auch auf einer Ebene, die wir mit der heutigen Wissenschaft vielleicht nicht genau ausdrücken können. Aber wenn körperlich sich etwas über Jahrhunderte, Jahrtausende weitergibt,
wieso dann nicht mit anderen Aspektpunkten, die uns Menschen eventuell ausmachen können? Dieser Körper, dieser Name, Shi Heng Yi, irgendwann gibt es den nicht mehr. Was es aber gibt, ist das Gefühl, was die Menschen gefühlt haben, wenn sie die Sachen hören, die ich versuche, den Menschen da zu geben. Das Gefühl dieser Art und Weise der Lebensführung. Das, was wir eben sozusagen als Shaolin Spirit, der Spirit, der Geist, der Zeitgeist. Das ist das, was Menschen spüren. Und das ist das, womit ich denke, was eben das Objektiv ist mit dieser ganzen Arbeit, den Zeitgeist zu prägen. Weil der Zeitgeist ist unabhängig von Position, Person und Organisation. Der Zeitgeist ist einfach das, was die Menschheit in der Gesamtheit so spürt. Sie haben diesen Weg des Shaolin für sich gewählt. Und wenn man von außen drauf schaut, ohne dieses Framing, was wir alle haben, aus diesen Filmen, leben Sie all das, was besonders hier in Deutschland nach dem Untergang des Dritten Reiches verpönt ist? Gehorsam, Uniformierung, Hierarchie, Autorität, Dienst. Also da, wo Sie das jetzt gerade erwähnen, ich kann es nachvollziehen, dass es diese Art von Gedankengängen gibt, dass man eben da mit dieser Art von Autorität dann Probleme hat. Ich denke aber, dass es auch davon abhängig ist, welches Gefühl haben die Menschen, wenn sie mit dieser Art, sag ich mal, Struktur in Berührung kommen. Und wenn man merkt und wenn man weiß, diese Struktur ist nur deswegen da, weil eben die Struktur die Freiheit bedingt. Dann kann man angesichts dieser Einsicht ganz anders damit umgehen. Was ich damit meine ist, was bedeutet, ich habe eben erwähnt, in diesem Kloster, in der Art und Weise, wie ich selbst lebe und wie ich auch vorantreibe, wie hier in diesem Ort gelebt wird. Das ist geprägt sehr viel durch sogenannte äußere Struktur oder eben durch Disziplin. Ja? Aber warum mache ich das? Warum denke ich, dass das ein sinnvoller Weg ist? Weil ich nicht will, dass meine Schüler aufstehen, wann sie wollen, bis 11 Uhr, 12 Uhr schlafen, dann irgendwie zum Kühlschrank rennen, weil sie gerade irgendwie hungrig sind, willkürlich, jeder sucht sich im Kühlschrank aus, was der nehmen will, isst einfach das, was ihm schmeckt, was ihm nicht schmeckt, isst er nicht und entscheidet dann, oh, eigentlich könnte ich wieder mich hinlegen. Das hört sich jetzt teilweise an, ja, die können sich doch frei entfalten. Ist doch super, ist doch diese Freiheit. Wenn ich Bock habe, mache ich dies, wenn ich Bock habe, mache ich das. Ja? Und wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es halt einfach sein. Ich weiß nicht, ob das Freiheit ist. In meiner Ansicht ist das eine vielleicht vermeintliche Freiheit, die sich innerhalb der ersten Stunde, Minute so anfühlt. Aber langfristig gesehen bringt diese Art der Lebensführung weder der Person etwas, im Vorankommen, aber insbesondere auch vermutlich auch der Gesellschaft, der verknüpften restlichen Menschheit auch sehr wenig. So. Das heißt, von was sollen sich die Bewohner hier im Kloster frei machen? Von dem, was du denkst, was du machen willst. Wir sind hier eine Gemeinschaft und wenn wir hier jetzt ein Jahr zusammen leben, dann kannst du nicht nur das essen, was dir schmeckt und weglassen, was dir nicht schmeckt. Du kannst nicht nur die Arbeiten erledigen, worauf du Lust hast und die Arbeit, wo du keine Lust hast, hinterlässt du anderen, damit sie das für dich machen. Wir alle haben hier an dem Ort Dinge, da haben wir Lust drauf und da haben wir keine Lust drauf. Aber es geht nicht um, was du empfindest. Es geht darum,
ab und zu ist es sehr hilfreich, dass du einfach mal deine Arbeitszeit, deine Lebensenergie in etwas investierst, wo nicht du am Ende der Profittragende davon bist, sondern du arbeitest für die Gemeinschaft. Du stehst jetzt über dich, du gehst jetzt über deinen Schatten, weil du das für die Gemeinschaft tust, wie der Rest von uns auch. Und wenn du diese Art des Arbeiten für die Gemeinschaft kennst, dann bist du zumindest schon mal reicher darin, zu wissen, wie es ist, für dich zu sorgen, aber auch eine Art des Lebens zu leben, wo nicht immer nur du im Vordergrund stehst. Und das sind eben die praktischen Auswirkungen. Was verursacht also diese harte Struktur mit den Menschen? Dass die anfangen, sich zu öffnen. Weil eben diese Struktur erst diese Öffnung zulässt oder wachsen lässt. Das ist das, was eben das Individuum rauszieht aus dem, dass es nur um dich geht. Es geht nicht nur um dich. Und wie lernt er das? Durch die Praxis. Das war jetzt, ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu erklären, aber einfach, dass man versteht, was hat Struktur mit Freiheit zu tun? Die bedingen sich. Und unser Kloster folgt eben diesem Ansatz, dass richtig genutzt Disziplin und Struktur sehr gut dafür benutzt werden kann, um die innere Freiheit eines Menschen hervorzubringen. Wenn man hier reinfährt nach Otterberg und dann hier diesen abgelegenen Ort findet und hier reinkommt, dann scheint das schon sehr weit entfernt zu sein von der Welt da draußen. Aber dann habe ich auch den Gedanken, auf nicht mal 15 Kilometer Luftlinie ist die Ramstein Airbase. Und also sozusagen die logistische Drehscheibe für viele blutige Kriege, die auf der Welt passieren. Und vielleicht sitzt da jemand gerade im Keller irgendwo am PC und mit einem Joystick steuert er die Drohne und tötet Menschen. Und alles nur für eine Agenda, um eine Art von Herrschaft aufrechtzuerhalten. Und meine Frage ist, so, Sie wissen das? Und was macht dieser Gedanke mit Ihnen? Um ehrlich zu sein, aktuell gar nichts. Weil, egal welche Regung ich dabei hätte, es mir schwer fallen würde, zu überlegen, wie kann ich so etwas in Zukunft angehen. Ich brauche Klarheit. Ich brauche Klarheit, ich brauche Ruhe, um mir einen Plan zu schmieden. Wie komme ich an solches, an diese Art zum Beispiel heran? Ja, weil jetzt von hier, exemplarisch ausgedrückt, mich ins Auto zu setzen, auf die Airbase zu fahren und zu sagen, ey, lass mich mal rein, please let me in. There's something going on here. I don't like the way how you do this stuff. Was wird da passieren? Direkt im Keim erstickt. Das ist also nicht die Art und Weise zu konfrontieren, zumindest wie ich es gerade beschrieben habe. Aber ab und an gibt es Kontakte. Und ab und an gibt es eben auch das Militär, das teilweise zu uns kommt und ganz einfach Entspannungsübungen sucht. Und dann mache ich meine Praktiken mit der Person und dann trinke ich einen Tee mit der Person und dann unterhalten wir uns von Mensch zu Mensch. Und dann kommt diese Person ab und zu mal mit der zweiten Person auch von dort. Und so entsteht dann ein Kontakt, wie ich dann ab und zu auch mal dort reinkomme. Und eben langsam, aber stetig mehr erziehen kann. Nicht erziehen, teilen kann, Ansichten teilen kann, Perspektiven teilen kann, Fragen aufwerfen kann, die nicht ich zu beantworten brauche. Fragen
stellen kann, die sich eine Person, die tagtäglich mit solchen Dingen zu tun hat, sich einfach mal selbst stellt. Ist das so, wie du, trifft das auf das Weltbild zu? Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich momentan in dem, was mir zur Verfügung steht, ich tun kann. Ansonsten fällt mir für mich nichts anderes ein. Aber die Konfrontation ist halt etwas, wo ich denke, nein, da versperre ich mir den Weg dorthin. Also würden Sie sagen, Sie sind kein politischer Mensch? Ich habe eine Meinung. Selbstverständlich habe ich eine Meinung. Die ist aber irrelevant für das, was ich mit der Arbeit eigentlich tue. Weil meine Arbeit hat ein ganz klares Ziel. Egal, wer mir da vor die Füße kommt, egal, wen ich treffe. Ich versuche, einen Weg zu finden, egal, wo eine Person steht, dass sie nach der Zusammenkunft reicher geworden ist. Reicher an Wissen, reicher an Gefühl, egal was. Es gibt so viele Dinge. Was ich nicht will, ist, dass eine Person nach der Zusammenkunft mit weniger etwas verlässt. So. Und das ist egal auf was bezogen. In dem Moment, wo mir ein Mensch entgegentritt, ist mir vollkommen egal, welcher Rang, welche Kleidung, welche Position. Selbstverständlich respektiere ich das im Ersten, aber sehr, sehr schnell gucke ich nicht mehr auf das, was außen ist. Ich will sehen, was ist dahinter. Was ist die Person, die abends unter der Dusche steht? Da hat man nichts mehr an. So, wer ist diese Person? Und entsprechend, wenn ich eben denke, da ist etwas, wo wir als Organisation beitragen können, dass sich da noch etwas mehr öffnet, dass da eben Herzlichkeit, Menschlichkeit noch mehr zum Vorschein kommt. Das ist unsere Mission. Ja. Unabhängig davon, wo jemand steht. Auch wenn der Buddhismus diese Kategorien von Gut und Böse nicht mag, würden Sie sich und Ihre Organisation zu den Guten zählen? Insbesondere jetzt im Angesichts der Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, sage ich mal. Ja, da ist es ja wirklich so gewesen, dass wir mittlerweile sehr, sehr präsent, sehr publik sind. Und ich merke einfach selbst, und diesen Satz hatte ich auch dann in einem der Videos bereits geäußert, je mehr Licht, desto mehr Schatten. Je mehr ich jetzt also bezeichnen würde, ja, wir sind die Guten, desto deutlicher würde also die Ausprägung des Schlechten, des Bösen werden. Und weil ich diese Beobachtung mache, versuche ich es wirklich zu unterlassen, selbst unsere Organisation in irgendeine Richtung einzuordnen. Ich sehe uns als Organisation, die einen Beitrag leistet zu eben diesem Zeitgeist. Auf diesen Zeitgeist hat aber nicht nur unsere Organisation Einfluss. Jeder Mensch hat darauf Einfluss. Ja. Und wenn ich eben aber mir diesen Zeitgeist ansehe und nehme mir an, da ist etwas, wie gesagt, natürlich habe ich Wertungen. Natürlich sehe ich in diesem Zeitgeist, sehe ich aber, wenn es so weitergeht, dann hat es diese Konsequenz. Will ich aber nicht. Also versuche ich, wie bekomme ich es also, dass diese Konsequenz, dieses Ereignis in Zukunft möglichst nicht eintritt. Und dann schaue ich mir eben an, okay, gibt es etwas, was ich mit der Organisation tun kann, um darauf Auswirkung zu nehmen. Ja. Und dann mache ich das. Das heißt, ganz ehrlich,
Wir sind weder gut noch böse. Wir machen einfach die Mission und einfach gehen dem nach, was wir denken, womit es jedem letztendlich besser gehen würde. Um bei dem Bild zu bleiben von Licht und Schatten, im Netz gibt es auch Kritik und nicht unbedingt an Ihrer Person, aber an denjenigen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und da geht es zum Beispiel um Ihren Geschäftspartner, den Abt. Da gibt es sehr viel Kritik. Und ich habe hier, das kennen Sie vielleicht schon, wenn Sie hier mal reinschauen, es gab einige Artikel, auch Recherchen über diese Person. Und das ist mir dann doch aufgefallen und ich wollte Sie einfach mal fragen. Also der Vorwurf ist eben, 2008 haben wir den Tempel in China, das sehen Sie da auch, der offizielle Tempel, dass er dieses Kloster abmahnt, also vor Ihrer, sozusagen bevor Sie es übernommen haben. Und der Vorwurf ist, er ist kein Mönch, er ist kein Abt, es gibt keine Novizen, das ist kein Kloster. Was sagen Sie dazu? Die Vorwürfe gibt es. Die Recherchen, dass es diese Artikel gibt, gibt es natürlich auch. Nur zum Beispiel dieser Vorwurf, sagen wir mal, aus der Süddeutschen Zeitung. Fangen wir damit an. Da wird behauptet also, oder wird gesagt, das Jugendamt wurde eingeschaltet. So. Und dann hört es da aber gerade schon wieder auf. Das heißt, was bedeutet das? Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Und jetzt was? Ich mag das so, wenn eben, das ist ja die Wahrheit, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Aber wieso schreibt danach niemand mehr? Ja, und zu welchem Schluss sind die gekommen? Wer hat alles, wie nennt man das? Wer hat diese Untersuchungen angestellt? Und zu welchem Schluss ist man am Ende von der Staatsanwaltschaft auch gekommen? Dass diese ganzen Untersuchungen eingestellt worden sind, das sagt keiner. Und was ich halt nicht mag, ist, dass genau diese Art von politischem Spiel dieser Journalist zum Beispiel, der kam, es war vollkommen egal, was der Abt hätte sagen können, was ich dazu beigetragen hätte. Ich denke, er hatte bereits seine Mission im Kopf, hatte da auch bereits seine Kontaktpersonen und hat halt sozusagen einfach nur den Vorwand gesucht, jetzt bei uns aufzutauchen, um zu sagen, ich war da gewesen, ich habe recherchiert, so, und das ist jetzt der Shaolin-Schwindel. So kam es mir zumindest vor. Ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage. Aber dieser Artikel zum Beispiel, wenn man den liest, dann spürt man da sehr, sehr eindeutig, das ist kein neutraler, objektiver Artikel. Die andere Wahrheit ist die, dass man einfach gerne mal suchen darf, wie viel Negativkritik gibt es eigentlich, die wir, der Abt oder ich oder irgendein Mitglied dieses Ordens in den letzten 30 Jahren geäußert hätte. Und dann wird man feststellen, irgendwie haben die in den letzten 30 Jahren nicht kritisiert, nie kritisiert. So, okay, wird auch nicht erwähnt. Dann wird nicht tief genug recherchiert, um mal zu finden, wer war die Person, die bei der Eröffnung 2004 in Berlin des offiziellen von China anerkannten und heutzutage auch offiziellen Shaolin-Tempel Deutschland. Wer hat dort in Anwesenheit des Abtes von China, wer hat dort die Eröffnungsrede gehalten? Und dann wird man feststellen, das war unser Abt, der dort mit Robe stand, mit einem Maler um den Hals, in Anwesenheit des Abtes. Und angesichts solcher Sachen sagt man, ja, Mönch ist er trotzdem nicht. Ja, wieso wurde das 2004 nicht bereits
geäußert. Weil 2004, 2005, 2006 irgendwann anfing, die Geschäftsführung zu ändern. Wenn man dann anfängt, richtig zu recherchieren, stellt man fest, dass es in Deutschland dieser Tempel, da gab es einen kleinen Cut zwischendrin. Was für Cut? Ja, das kann man halt gerne mal suchen, was für ein Cut das ist. So, und danach gab es eine Neubesetzung. Und wann fing die Schlammschlacht sozusagen an? Nein, eigentlich ist es keine Schlammschlacht, weil wir momentan nicht zurückwerfen. Ja. Aber wann fing also diese ganze Kritik an? Seit dem Cut. Dass unsere Organisation aber daran beteiligt war, den 5 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ihnen es zu erleichtern, hier in Deutschland etwas aufzubauen, das wird auch nirgends erwähnt. So. Und was sage ich zu meinem Geschäftspartner? Er ist nicht mein Geschäftspartner, er ist mein Vater. Es ist so, wie es in der Tradition in unserem Kloster so ist, warum man mich auch Shifu nennt. Warum ich meine Söhne Tudi nenne. Weil wir erkennen, dass die Titel, die man sich da draußen auferlegt, nur so lange gültig sind, solange man da irgendeine Art und Weise von gegenseitigem Profit hat. In einer Familie funktioniert das aber anders. Ich weiß, mein Vater wird irgendwann alt. Ich weiß, mein Vater kann irgendwann die körperlichen Tätigkeiten nicht mehr tun, die er in der Jugend gemacht hat. Deswegen bin ich aber jetzt stark geworden. Damit mein Vater nämlich jetzt anfangen kann, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und ich die Dinge übernehme, die mein Vater damals gemacht hat. So. Und warum ist dieses Bild von Vater, Sohn und Mutter und Tochter und Großvater, warum ist das so wichtig? Weil es insbesondere in dieser Welt so ist, ja, dass der Vater irgendwann abgeschoben wird, ins Altersheim geschickt wird. Hauptsache, man hat halt keine Zeit mehr, die man in die Eltern investieren muss, um sich um den eigenen Dreck zu kümmern. So. Und das finde ich nicht gut. Das ist eine ganz klare Wertung. Ich finde es nicht gut, wie man mit den Eltern so dann umgehen kann. Ja, warum nicht? Weil ohne deine Eltern du vor allen Dingen erstmal gar nicht hier wärst. So, ob die dich richtig behandelt haben, nicht richtig behandelt haben, ich wurde geschlagen. Liebe meine Eltern, liebe meinen Vater, meinen leiblichen Vater, liebe meine Mutter, liebe meinen Meister und liebe alle meine Lehrer. Und alle, die ich gerade genannt habe, habe ich immer kassiert. Und bin dankbar dafür, weil ich weiß, weil ich sehe, weil ich erkenne für mich, die Person, die heute hier sitzt, wäre eine ganz, ganz andere, hätten diese vergangenen Ereignisse nicht stattgefunden. Also sehe ich keinen Hass und ich sehe keinen Fehler in diesen Taten, sondern ich sehe die Konsequenz, die sich daraus ergeben hat und bin dafür eigentlich sehr dankbar. Und unser Abt, der halt so stark in Kritik geraten ist, das ist mein Vater. Da kann kommen, wer will momentan. Angriff gegen meinen Vater, Angriff gegen mich. Ganz einfach. Sie haben sehr ausführlich alles erklärt, aber an 2 Punkten, da würde ich nochmal nachfragen. Das eine ist, wie kommen 2008 diese Abmahnung zustande aus China? Und das andere ist, als dieser süddeutsche Journalist nach dem Zertifikat gefragt hat, wie er zu diesem Mönchstitel kommt, hat er ein Dokument bekommen von einem Freund ausgestellt. Rainer D. wird er genannt. Wie kommt das zustande? Man kann gerne recherchieren und eben sehen, wer war zu dem Zeitpunkt verantwortlich, 2001, als eben die Mönche nach Deutschland geschickt worden sind? Von wem wurden die geschickt? Vom Oberhaupt des Tempels in China. Mit welcher Mission? Shaolin in Deutschland zu verbreiten. Shaolin in Deutschland aufzubauen. Mittlerweile ist es ja Shaolin in Europa aufzubauen. Nur Deutschland war sozusagen dieses erste Land.
diese Befugnis, diese Mission umzusetzen, das war eben der Schüler von dem Abt, den sie eben genannt haben, ja, Rainer Deile. Da ist es genauso wieder. Da wird sehr, sehr vieles enthalten. Rainer Deile ist ein Geschäftsmann, war und auch regelmäßiger Besucher im Shaolin-Tempel und hat selbst im Shaolin-Tempel in China trainiert. Ist persönlicher Schüler von Großmeister Jense aus dem Shaolin-Tempel England heutzutage. Das heißt, wie kommt dieser Rainer, wie kommt er überhaupt dazu, die Generalvollmacht erhalten zu haben von dem Abt, um in Deutschland das aufzubauen? Wie ist er dazu gekommen? Ja, will ich nicht beantworten, ist aber so. Das heißt, das ist Nummer eins. Das heißt, es wurde also offiziell aus China eine Person ernannt, sorgt dafür, dass Shaolin in Deutschland verbreitet wird, aufgebaut wird. So. Und das ist eben die Geschichte, wie durch diese Erlaubnisse wir eben hier in Deutschland auch dieses Kloster gegründet hatten. Und jetzt will ich zu 2008. Wie kam es dazu? Ich will keine Kritik äußern. Ich will keine Kritik äußern, aber ich sage es trotzdem ganz deutlich. Ich bin vietnamesischer Herkunft. Der Abt ist deutsch-amerikanischer Herkunft. Wir haben etwas in Deutschland begonnen aufzubauen, was sehr viel Anklang gefunden hat. Wo sehr viele Menschen einen Einstieg gefunden haben in diese Art und Weise der Praxis. Wir waren aber eben nicht die Einzigen, die in Deutschland oder weltweit mit diesem Ziel vorangegangen sind. Es gab also noch mehr. Manchmal offizielle Gesandte aus dem Tempel China. Aber manchmal gibt es sehr, sehr viele, sage ich mal, Nicht-Asiaten, die diesem Idealbild folgen. Und ich kann mir unter anderem eben nur erklären, dass es einer der Geistesgifte ist, den wir im Buddhismus kennen, der dafür gesorgt hat, dass solche Dinge in die Welt gesetzt werden, wo sich nicht mehr an Verabredungen, wo die Dankbarkeit weggefallen ist, wo Dinge auf einmal einfach vergessen werden, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Und das ist einfach so der Grund, wo das ist auf eine Art und Weise schon enttäuschend. Enttäuschend in dem Sinne, dass man Lebenszeit eigentlich darin investiert hat, dass genau das mehr an die Menschen kommt. Ja, aber statt da Dankbarkeit zu bekommen, gibt es halt die anderen Sachen. Ja, weil die andere sagt sie, ich sehe auch gar nicht, was soll denn da der Schaden gerade sein? Wir schicken euch gerade die ganzen Menschen, wenn ihr das nicht gemerkt habt. Die Menschen suchen danach, mehr über diese Kultur zu erfahren. Warum? Weil wir diese Kultur ansprechen. Ja? Und ja. Das macht sie wütend. Es ist sehr enttäuschend. Es ist sehr enttäuschend. Reden wir noch mal kurz, bevor wir zum Ende kommen, über das, was Sie sehr eindrucksvoll tun. Können Sie uns vielleicht ganz kurz zusammenfassen, es gibt diese verschiedenen Stile, es gibt Kung Fu, es gibt Tai Chi, es gibt Qigong. Unterschiede. Ich fange mit Qigong an. Qigong, simpel ausgedrückt, ist, manchmal nennt man das innere Kampfkunst, innere Kunst,
weil man sich in den ersten Zügen erstmal nur mit etwas beschäftigt, was innerhalb von einem stattfindet. Was ist das? Beispielsweise die Atmung. Qi Gong, Gong für Arbeiten oder für Trainieren, sage ich mal. Qi Gong bedeutet also das Trainieren, das Entwickeln oder Kultivieren von Qi. Was ist Qi? Manche bezeichnen es als Energie. Einfacher Weg ist, ja, aber wie schöpfen wir Menschen Energie? Lass es mal ersetzen durch Atmung. Das heißt, Qigong wird dann zu was? Das Kultivieren, das Trainieren der Atmung. Bedeutet was? Dass wir beim Qigong-Training versuchen, systematisch dafür zu sorgen, dass unsere Lungenkapazität zunimmt und dass der Sauerstoff, den wir einatmen, dass wir den möglichst schnell und effizient in die restlichen Körperareale bekommen. Wie bekommt man den Sauerstoff in die restlichen Körperareale? Der muss durch das Blut transportiert werden. Wie kann ich es also dem Blut erleichtern, mehr Stellen in meinem Körper zu erreichen, indem ich dafür sorge, dass dein Körper wenig Verspannungen in sich trägt? Deswegen gibt es also im Qigong Körperöffnungsübungen, Entspannungsübungen. Um was zu bewerkstelligen? Dass dein Körper möglichst entspannt ist, dein Herz stark pumpen kann und den Sauerstoff, den du durch die Nase einatmest, deinen Körper nähren kann. So, Qigong. Erstmal sehr simpel ausgedrückt. Das heißt, zu wissen, wie man mit dem eigenen Energiesystem des Körpers umgeht. Das ist jetzt eine sehr gute Basis, um damit jetzt zu schwimmen, um damit jetzt Fußball zu spielen, um damit jetzt zu boxen, um damit jetzt Kung Fu zu trainieren, die chinesische Art und Weise des Kämpfens, oder um Tai Chi Chuan zu trainieren, auch eine chinesische Art des Kämpfens, aber eben entwickelt von anderen Familien mit verschiedenen, sag ich mal, Ansätzen, verschiedenen Konzepten. Okay, wie besiege ich meinen Gegner am besten? Dieses Konzept. Andere Stile sagen, nein, wir besiegen, indem wir die erst zu Boden bringen. Also kommt Ringen zum Beispiel. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen Kung Fu und Tai Chi Chuan? Das sind zwei grundverschiedene Stile erstmal einfach nur. Mit verschiedenen Konzepten. Aber beides trotzdem Systeme, die eigentlich auch zum Kämpfen entwickelt worden sind. Aber gleichermaßen dadurch, dass man sich mit dem Körper beschäftigt, eben sehr viel Einfluss auch darauf hat, wenn man nicht diesen körperlichen Zweikampf sucht, macht es trotzdem Sinn, manchmal eben Kung Fu oder Tai Chi Chuan zu trainieren, weil diese Körperbeschäftigung, und da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis. Wir wollen durch die Körperbeschäftigung, durch diese körperliche Ertüchtigung, wollen wir zu unserem sehr feinen Geist kommen. Der Geist, der es ermöglicht, oder der Geist, der es eben ist, in die Welt zu schauen. Und es ist dein Geist, der Perspektiven einnimmt. Es ist dein Geist, der wertet. Es ist dein Geist, der dich glücklich oder unglücklich macht. Aber um dieses sehr, sehr feine Wesen zu entdecken, kannst du nicht direkt, du kannst nicht direkt den Geist dich annähern. Wir nähern uns diesem an, indem wir uns dem Körper annähern. Wir nähern uns der Freiheit an, indem wir auf die Struktur achten. Ich fange an zu erkennen, was ist das Links, indem ich auf das Rechts blicke. Ich fange an zu verstehen, was ist der Tag, indem ich jetzt die Nacht analysiere. Das ist eben auch so diese Besonderheit, wo eben diese Theorie oder diese Philosophie anfängt, so irgendwo Sinn zu machen.
weil es ja immer darum geht, die Gesamtheit zu lernen, zu betrachten. Ich will ja immer beide Aspektpunkte betrachten. Bedeutet, du willst wissen, was Erfolg ist, du kannst dich nicht nur auf Erfolg konzentrieren. Dann fehlt dir etwas in dem vollen Bild. Du willst wissen, was Erfolg ist, beschäftige dich mal damit, was ist denn eigentlich Misserfolg? Dann erkennst du, okay, das ist Misserfolg, das ist Erfolg und da, und die sind zusammen. Das heißt, dein Bild ist größer, dein Bild ist wahrer. Es ist mehr komplett. Deswegen versuchen wir eben in unseren Ansätzen sehr wenig immer genau uns dem anzunähern, was wir wollen. Genau das funktioniert eben nicht. Wir nähern uns dem Gegenpart an von dem, was wir wollen. Körperliche Übungen, um zum Geist zu gelangen. Und das ist eben also Kung Fu, Tai Chi Chuan, das sind so diese körperlichen Methoden gepaart mit Konzepten. Und Qigong ist tatsächlich wirklich so, es ist so diese Basis, das Basisverständnis, wie funktioniert der Mensch, wie generiert unser Körper Energie. Ja, und wenn man eben dieses Qigong, sage ich mal, ein gewisses Maß an Praxis und auch theoretischem Wissen hat, kannst du alles mitmachen. Da wird sogar das Kochen besser. Ja, jegliche Aktivitäten, die du mit deinem Körper tust, bedingen, dass du Energie benötigst. Und das Qigong ist einfach nur sozusagen die asiatische Schule der Biologie, sage ich einfach mal so. Wie funktionierst du? Was haben die Sonnenstrahlen damit zu tun, wie es dir geht? Was hat die frische Bergluft, die frische Waldluft damit zu tun, wie du dich fühlst? Was hat das Rauchen damit zu tun, wie du dich fühlst? Das ist Qigong. Um das zu erreichen, ist sehr viel Härte notwendig, Disziplin, Verzicht, Reduktion auf das Wesentliche. Das sind ja alles Dinge, die dem Menschen in seiner Bequemlichkeit sehr wehtun. Und ich habe mich gefragt, warum ist das hier für uns im Westen besonders, obwohl wir wissen, dass es hart ist, trotzdem zieht es uns an. Was glauben Sie, was dahinter steckt? Einer links und einer rechts. Und wenn du erkennst, dass beides in dir steckt, beides ist in dir. Die Frage ist, wer wird dein Hauptberater für die nächste Lebenszeit? Es ist immer gut, dass du immer erstmal derjenige bist, der auf Situationen schaut und dir beide Ratschläge anhörst. Und manchmal eben, wenn dann eben innerlich so eine innere Stimme kommt, dann ist das eben einer von beiden, der dir einfach nur mitteilt, bist du sicher, dass wir das jetzt machen sollen? Und der andere sagt, ich glaube, wir sollten das machen. Das heißt, so ähnlich, jetzt auf eine nette Art und Weise ausgedrückt, sehe ich das Ganze. Weil es in dir steckt. Weil der Mensch weiß. Der Mensch weiß, der Alkoholiker weiß, ich trinke zu viel. Der Raucher weiß ganz genau, das ist nicht gut für meine Lunge. Das ist nicht das Wissen, was diese Welt verändert. Es ist nicht Wissen, was die Welt verändert. Es ist die Manifestation des Wissens, die die Welt verändert. Und das ist eben dieser Part, wo ich denke, warum es eben Sinn macht, manchmal eben diese Feinfühligkeit zu entwickeln für dich selbst. Einerseits, um eben mehr diese Stimmen für dich erkennen zu können und dann aber auch eben die Disziplin an den Tag legen kannst, die Härte und Stärke an den Tag legen kannst, damit du jetzt deine Ideen, wovon du überzeugt bist,
auch in die Taten umsetzen kannst und diese nicht nur in deiner Gedankenwelt verbleibt. Träumst du manchmal? Ja, natürlich träume ich. Weil diese Träume da drin grenzenlos noch sind. Bin ich überzeugt von einem Traum, dann sorge ich nur noch dafür, wie wird der jetzt wahr. Weil ein Traum ist in meiner Gedankenwelt. Aber ich will, dass es wahr wird. Also muss sich der Traum manifestieren durch Handlung. Also nicht nur wissen, der Alkohol ist nicht gut, nicht nur wissen, das Rauchen ist nicht gut, Handlung. Welche Rolle spielt für Sie Siddhartha Gautama? Für Sie persönlich? Und in welcher Weise kann vielleicht sein Leben ein Beispiel für uns sein in dieser Zeit im Westen, im reichen Westen? Siddhartha Gautama, heutzutage als der Buddha bekannt, kam glücklicherweise aus Indien. Das ist sehr schön. Nicht nur Buddha kam aus Indien, auch Bodhidharma, dem man nachsagt, er ist eben der erste Patriarch des Zen-Buddhismus oder der 28. Patriarch in der Linie des Shakyamuni-Buddha. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet für mich, dass das, was der Buddha versucht hat zu lehren, frei ist von Nation. Frei ist von Nation bedeutet, das ist nicht gebunden an eine bestimmte Kultur oder Personengruppe. Und das ist genau der Grund, der mir noch mehr Antrieb gibt, beispielsweise. Insbesondere, wenn ich höre, Shaolin kann nur chinesisch sein. Ganz genau, weil es aus China stammt. Schon verstanden, ja. Das sind einfach so Punkte, wo ich sage, es ist schon gut, ab und an mal den Geist zu öffnen und einfach nur die Nachrichten zu hören. Die Nachricht, was ist das eigentlich, was seit Jahrtausenden von so vielen verschiedenen Schulen, Lehren, Repräsentanten versucht wird, da in die Welt zu tragen. Und es gibt halt in verschiedenen Kulturen, jeder hat so irgendwie so sein Steckenpferd, nenne ich es mal, um den dann herum eine bestimmte Geschichte erbaut wird. Und in dem Fall bei dem Shakyamuni Buddha, bei Prinz Siddhartha Gautama, ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Es ist mir auch ziemlich egal, ob es sich um eine historische Persönlichkeit handelt, ob es eine Geschichte ist, die da vielleicht einfach erfunden wurde. Aber diese Geschichte hat eine Nachricht. Diese Nachricht ist, dass er als Prinz sozusagen aufgewachsen ist. Sehr, sehr viele Dinge hatte, die der heutige moderne Mensch sich auch wünscht. Reichtum, ewige Jugend, Ansehen. Und wie geht es dann weiter in der Geschichte? Irgendetwas hat der Prinz dann entdeckt, wo er gesagt hat, das reicht mir so nicht. Also ist er über die Mauern des Königreiches in die Außenwelt und hat dort dann Dinge erlebt, die wir heutzutage kennen als Alter, Krankheit, Tod. Ja, meine Mutter ist alt geworden. Meine Mutter und auch ich sind auch teilweise, haben Krankheiten und der Tod ist auch nur eine Frage der Zeit. Das ist nichts, was nur mich betrifft. Das sind die drei Sachen, die die Menschheit seit jeher betrifft. Aber es gab ein viertes Ereignis. Und das war, dass dieser Prinz Siddhartha Gautama einen Mönch entdeckt hat, der anscheinend
trotz der Existenz in dieser Außenwelt, wo Alter, Krankheit, Tod existiert, trotzdem war der so ruhig, so gelassen, so erfreut. Das heißt, es gibt einen Weg in dieser Außenwelt. Aber anscheinend war dieser Weg, den dieser Mönch eingeschlagen hat, der war aber nicht dadurch geprägt, was hat der an, welchen Titel hat der. Na, der hatte andere Ideale. So. Und ich denke, das ist einfach jetzt als kleine Geschichte erzählt. Vollkommen egal, ob die echt, unecht ist. Da ist eine Message dahinter. Und die Vergangenheit wiederholt sich. Und zwar so lange. So lange. Und dadurch, dass es ein Kreis ist, ich glaube, das dauert. Sie haben jetzt mehr als 30 Jahre praktiziert. Und Sie haben Erkenntnisse gemacht. Und was würden Sie sagen, was ist es, das Sie noch lernen müssen? Ich habe mir da tatsächlich mittlerweile keinen Druck mehr gegeben, etwas überhaupt in Worte fassen zu versuchen, was es da noch zu lernen gibt. Ich weiß es nicht. Das ist das Besondere, würde ich sagen. Für mich ist mittlerweile alles einfach nur so groß geworden. Noch unergründlicher geworden. Aber was da gewachsen ist in all der Zeit, ist so ein tiefes Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen, mich jetzt einfach mal in den Fluss des Lebens zu schmeißen. Ein Beispiel dafür. Es gab diesen Reporter, diesen Journalist von der Süddeutschen. Mich haben sehr viele Menschen vor unserem Treffen nicht gewarnt, aber darauf hingewiesen, denk dran, was das letzte Mal passiert ist. Ich habe gesagt, macht nichts. Das macht nichts. Wenn es so kommt, kommt es so, und wenn nicht, dann nicht. Ich gehe im Vertrauen darin, dass das, was wir tun, für mich, ich als richtig empfinde. Deswegen, lass mich mal machen. Das ist so diese Art und Weise, wo ich sage, komme, was wolle. Und ja, weil für mich die Unsicherheit ja nicht etwas ist, was mich abschreckt, weil die Unwissenheit, was vor uns steht, so viele Möglichkeiten bereithält. Das ist ja einfach die Sache. Wenn ich wüsste, was die Zukunft bringt, dann ist das eine sehr, sehr beschränkte Zukunft, muss ich sagen. Warum? Weil dieses Zukunftsbild ja nur das ist, was ich als Mensch in meinem Geist kreieren kann. Ich bin dafür da, um mit offenem Auge einfach nur erleben zu können, was das alles hier ermöglichen kann. Das ist meine Perspektive des Lebens. Ein Krieger, ein Kämpfer kämpft oft für eine Sache, die größer ist als er selbst. Da wäre meine Frage, wofür wären Sie bereit zu sterben? Ich meine, ich werde auf jeden Fall sterben. Da gibt es aber bestimmte Dinge, wo ich als Richtlinie schon gesehen habe. Werte, denen ich folge, sind beispielsweise Loyalität. Das bedeutet auf der einen Seite, ich sage von mir, den Betrag, den man mir zahlen müsste, um unloyal zu werden, den kann keiner aufbringen. Deswegen ist der Versuch dahingehend schon mal, braucht man nicht versuchen.
Andererseits lerne ich selbstverständlich zu vergeben, weil ich eben Last einfach, ich merke einfach, wenn ich nicht vergeben lerne, dann liegt die Last immer bei mir. Deswegen verzeihen, vergeben, ja. Vergessen tue ich aber nicht. Vergessen wie was? Undankbarkeit vergesse ich nicht. 36 Jahre fast ist das Tag ein, Tag aus mittlerweile, was meinen Alltag, was meine 24 Stunden prägt. Sehr viele Dinge, sehr vieles Training, sehr viele Dinge für diese Organisation sind nicht davon abhängig gewesen, ob ich da jetzt Lust drauf habe oder nicht. Was mich angetrieben hat, was mich heutzutage immer noch antreibt, ist, dass ich spüre und dass ich auch die Resonanz, die Rückmeldung bekomme, denen Menschen geht es gut mit diesem Wissen. So. Und ich lasse mir nicht verbieten, dieses Wissen weiterzutragen. Und was heißt, ich lasse es mir nicht verbieten? Das mit allen Konsequenzen. Ich habe meine Mission für mich. Und die versuche ich einfach, so gut es geht, ohne Schaden anzurichten, weiter in die Welt zu tragen. Und es gibt Menschen, denen gefällt diese Art und Weise, und es gibt Menschen, denen missfällt diese Art und Weise. Und ich kann da einfach nur dazu raten, vielleicht einfach einen der buddhistischen Methoden anzuwenden. Wenn es nichts Positives zu äußern gibt, dann öffnet man den Mund einfach nicht. Amitofo. Amitofo. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Fragen. Aber wie gesagt, das ist genau das, warum ich gesagt habe, passt soweit, finde ich gut. Ist ja, weil manchmal habe ich auch meinem Schüler vorhin schon gesagt, so diese Anfrage an, können wir Interview, können wir Podcast, aber dann kommen immer sehr oft, bleibt das sehr flach einfach. Mhm. Und dann kommt auch bei mir so ein Mechanismus, wo dann so, piep,